komisch. So, wir starten jetzt rein. Ich hoffe, ihr habt alles an Snacks und was ihr haben wolltet. So. Ich muss euch kurz noch die Musik nehmen. Und wir gucken jetzt die neueste Folge Streamclips Germany zusammen an. Ich würde sagen, wir starten rein. Herzlich willkommen bei Streamclips Germany. Boah, ey. Oh, wie cool, das wollte ich auch schon immer mal machen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte Bäume fällen. Meine Mama hat Popcorn bereit. Musste fix Schoki holen, sehr gut. Hat sich einfach umgebracht. Glaube ich schon. Ach, das ist verbuggt. Nee, es ist tot. Oh mein Gott. Dankeschön. Ah, Drüssel. Oh Gott, Entschuldigung. Manchmal. Wenn man Angst vor Rüsseln hat. Das sollt ihr einmal bei einem Witz mitmachen und zwei schreiben. Ich kann... Liebe Lisa, es tut mir leid, dass es auf diese Art und Weise erfahren muss. Es gibt nicht einen Witz, den Streamer machen. Der Streamer ist der Witz, okay? Es tut mir leid, dass es auf diese Art und Weise erfahren muss, Lisa. Aber sagen wir es mal so, okay? Es gibt keinen Witz, bei dem Chat mitmachen kann. Chat ist nur da, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, um zu lachen, okay? Wir sind der Witz. Halt, stopp. Chat, ist das so? Meine Chatbox fehlt. Warum bin ich ein unprofessioneller Streamer geworden? Ich verstehe das nicht. Wartet, ich gehe mal kurz vor und zurück. Nee, ich glaube, die Chatbox ist für immer weg. Die ist für immer weg. Was? Quatsch, ja, du bist kein Witz. Du bist nur witzig. Ich befürchte, ja, manchmal. Oh, scheiße, okay. Verdammt. Ich hoffe, ich bin wenigstens lustig. Ist mir egal. Boah, ja, ich weiß es nicht, ob das egal ist. Das finde ich egal. Oh, scheiße. Ist mir egal. Egal, habt ihr auch diesen Song im Kopf? Der Hundetrainer hat mir gesagt, dass du als Strategie das Flirten anwendest, um das zu bekommen, was du möchtest. Und das kannst du ziemlich gut. Und ich weiß, dass du das nicht von mir hast, das Flirten, denn das kann ich nicht. Ja, ich mag kuscheln. Eins zu eins ich, wenn ich versuche zu flirten. Eins zu eins ich. Ah, ich lieb's, wenn Sonja so übertreibt. Das ist dann immer so maßlos gut. Aber das ist tatsächlich so. Hunde machen das tatsächlich sehr oft. Die merken, wenn sie was ausnutzen können. Finde ich voll insane. So cute bin ich auch, ja. Ich bin so tot. Oh, Mayas. Bitte guck dich in den Schrank. Bitte guck dich in den Schrank. Das hat er nicht gesehen. Bitte guck dich das in hat Schrank. Er nicht gehört. Also. Nina, das hat so oh mein Gott, dieser Move, Nina. Wie hat das denn funktioniert? Die Spitzhacke habe ich mir gemacht. Damit mache ich Stein ab, ne? Ja. Richtig. Und was mache ich denn mit einer Steinaxt? Damit hackst du Bäume. Achso, warum heißt sie denn Steinaxt? Ist ja Stein bestimmt. Axt ist aus Stein. Aber warum sagt man die Steinaxt und die ist nicht für Steine? Oh, warte mal, brauche ich Holz für schon wieder. Was noch? Es gibt, glaube ich, auch Switches, ne? Zum Beispiel. Ja, einfach geil. Da ist auch der Zweier-Switch. Ich war schnell. Ich habe sogar noch 2 Minuten mit meiner Frau geredet. Ich war doch nicht schnell. Ich habe euch schon mal gesagt, ich bin Effizienzscheißer. Ich gehe erst, wenn es drückt, und dann ist das Luke auf, Fallobst raus, Luke zu, einmal abwischen, Arschlecken. Also, nein.
Nee, bin ich auch. Also ohne das Arschlecken, aber bei mir ist auch meistens so raus mit dem Zeug und super. Und wenn nicht, happy po, dann brennt's nicht so. Die hätten den Spruch nehmen sollen. Ganz ehrlich, ich sollte Sprüche für sowas schreiben. Happy po, dann brennt's nicht so. Finde ich voll gut, wenn sie den Slogan gehabt hätten. Jetzt reden wir doch über Kacki, ja klar. Ist das ein Skateboard? Was? Riskant? Ansprechen? Oh! You had one job! Haut auf! Das hat Joshi auch hinbekommen. Die hat ihn dann getötet. Nee, wir müssen. Weg damit! Dummes Radl! Komm ran! Nee, du haust mir nicht ab. Ah, da oben hängt's wieder. Schatz, hast du gerade die anderen mit der Schaufel getötet? Hab ich das? Holy shit! Oh, was für niedliche Giraffe. Oh, was für niedliche Griffe. Ach, Griffe! Ich wollte gerade sagen, da ist gar keine Giraffe. Ich hab das gar nicht gelesen. Ich hab drauf vertraut, was sie mir vorliest und hab geguckt, so was für Giraffe. Niemand darf jemals erfahren, dass wir heute Fortnite gespielt haben. Niemals jemand. Ich werde alle Beweise löschen und vernichten davon. Okay, Jen, ich kann leider keine japanischen Schriftzeichen lesen. Ich weiß leider nicht, welches Schriftzeichen das ist. Ist das eine Frau im Garten oder ist das eine Frau und ein Falke? Wie, du kannst keine japanischen Schriftzeichen lesen? Also es ist doch ganz offensichtlich, dass das Nudelsuppe bedeutet. Also offensichtlich. Nee, es war ein Witz, ich kann auch keine japanischen Schriftzeichen lesen. Ich kann nur Japanisch ein bisschen sprechen mittlerweile, dadurch, dass ich es lerne. Das bedeutet Winter, woher wisst ihr das? Wow. Warte, ich kann, hallo, schön dich kennenzulernen sagen. Und dann kann ich noch sagen, wie ich heiße halt. Ich glaube, die sagen, Hajime mashite, watashi wa vivien des. Oh, wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen, ich hab's versucht. Der Wille war da. Halber Chat weiß sofort, dass es Winter heißt. Das ist insane. Halber Chat spricht Japanisch. Halber Chat spricht Japanisch. Nee, oder? Wo steht hier Winter? Da steht doch gar nicht Winter. Oh. Oh. Verstanden hier schon vorher. Okay, alles klar. Aber nur ganz schnell. Ja, ganz schnell. Sonst drehen die durch, okay. Ja. Okay, eine letzte Frage. Wann wird denn Bubas jetzt legal? Der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Danke. Ja. Oh, witzig, dass das ihr Hauptanliegen ist. Ja, ey, das ist, was unsere Zuschauer sehen wollen und hören wollen und wissen wollen. Ach so, hallo. Ja, hallo. Ja, jetzt schieben sie es wieder auf den Chat, dass der wissen will, wann das legal ist, ne? Immer schön auf den Chat alles schieben. Das funktioniert immer, ne? Vor allem, das Geilste ist tatsächlich den Blick von denen. Guckt euch mal den Ronny und den anderen, ich weiß nicht, wer der andere ist, an. Deren Blicke. Yo, Mann, was legal! Wieder eine Enttäuschung? I do. I fucking do. Hast du gewusst, in Mittelamerika gibt's nur schlechte Maurer, aber dafür Guatemala. So. Auch mit Tashi, der Arme, ne? Der Arme. Leroy! Jank! Das war wahrscheinlich zu viel. Nur Chat kennt die Frage. Das Lustige ist ja, ich habe ja hier oben den Anzug, ne? Und hier drunter habe ich die Jogginghose. Jeder einzelne von uns, wenn wir irgendwie im Homeoffice bei der Arbeit sind und ein Meeting haben. Aber dann können die froh sein, wenn man eine Hose trägt. Ist alles nur Schein und Sein. Wartet. Also ich bin oben rum Schlabberlook und unten rum Schlabberlook. Also bei mir ist heute Gammel Day tatsächlich. Ich bin chillig unterwegs. Und du?
Geh ein bisschen weiter zur Seite, dann fällst du ins Wasser und bist tot. Sehr gut. Dankeschön. Im letzten Meeting, an dem ich zu Hause teilnehmen musste, hatte ich meinen Udi an. Sehr gut. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich im Udi einen Stream machen soll. Würdet ihr das sehen wollen, wie ich den Udi anhab? Ich fände es irgendwie ganz funny. Dann mache ich mal so einen cozy, comfy Stream, in dem ich den Udi einfach die ganze Zeit anhab. Aber schick sie das Top trotzdem aus. Ich find's auch mega geil. Ich lieb das voll. Bin verletzt. Das wird noch 6 Wochen Schlabberlook. Ey, aber Schlabberlook ist halt auch einfach manchmal ganz nice. Ich glaube, das funktioniert nicht. Klar, why not? Okay. Ich glaube, ich habe das Seil kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass das so muss. Ich glaube, ich habe es auf die falsche Seite geworfen. Habt ihr meinen Magenknoten? Diese Belohnung hatte ich sogar drin, ja. Das wollte ich sogar machen, dass man dann die Kamera für 10 Sekunden switchen kann. Leider mit dem Voice-Effekt. Jetzt ist er ein Spermium. Zu viel zurückgespult. Das ist dieser Benjamin-Button-Effekt, ne? Wants a quickie. Ja, ich wollte schon länger mal den Udi. Oh mein Gott! Oh, guck mal, das A6. Oh, Entschuldigung! Also A6, man weiß doch, dass man mit einem Flugzeug nicht in ein Motorrad reinfährt. Moment. Nein, Quatsch, nee, Leute. Überhaupt nicht. Nee, ist wichtig. Muss gemacht werden, sagen auch alle im Chat. Ist Flo updatet noch PC. Das ist auch gut. Ab dafür geht zur Hautkrebsvorsorge, ne? Lieber einmal Schwanz zeigen, als Krebs haben, ne? Es ist so, ey, geht regelmäßig zur Hautkrebs und zur Vorsorgekrebs oder so? Ja, also geht eure Haut überprüfen. Ich mache das spätestens alle 2 Jahre. Eigentlich wäre es gut, jedes Jahr. Das ist scheiße, wann muss ich denn mal wieder gehen? Ups. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Resub im 23. Monat. 23 Monate, fast ein Jahr. Oh. Scheiße, wenn ein Jahr 23 Monate hätte, holy shit. Das wäre echt lang. Jedes Jahr werde ich ein Kamel weniger werden. Zum Glück nicht das und Asche, kannst direkt abreißen. Oh, Asches Haus steht direkt daneben, soll ich euch das zeigen? Ey, Yannick, ich danke dir für das Abo im 17. Monat. Ey, noch ein paar Monate, dann haben wir fast ein Jahr. Nein, Spaß. Ich danke dir für das Abo und Dankeschön für den Support. Sehr, sehr lieb. Also, ich habe jetzt gerade nur auf den Witz davor angespielt, ne? Was? Bei der allerschönsten Viviane-LP. Viviane-Let's Play, ne? Das hat Olli einmal gesagt und das kriege ich, glaube ich, nie wieder weg. Die größer ist als Olli. Ich bin nicht größer als Olli, der ist für mich ein Riese. Du weißt doch ganz genau, wie klein ich bin. Hat ein Tag dann 48 Stunden? So ist es. Da ging es um die Prostata oder so. Ach so. Oh, da liegt was Süßes. Stimmt. Ja, ich habe gedacht, so Schwanz zeigen, weil da muss man halt auch zeigen, wenn dann Mutter mal drauf ist. Verdammt. fast ein Jahr voll. Ey, Gradler, dankeschön für das Abo im 20. Monat und das fast einjährige. Danke dir für den Support. Dankeschön, sehr lieb. Olli ist groß? Für mich ja. Nein. Für mich ist jeder groß. Nein. Oh, warum schon wieder essen? Du musst mit Stiften essen. Dann kannst du... Das ist viel angenehmer. Warum hat sie keine Stäbchen? Oder eine Gabel? Also ich esse gern mit Stäbchen tatsächlich. Ich esse oft mit Stäbchen, aber... Ah. Eine Gabel. Bitte. Oh Gott! Ey, guckt's euch an! Wartet! Wir müssen das ganz kurz von der Geschwindigkeit runterstellen. Können wir das uns kurz geben? Oh Gott! Er kommt gerade nicht auf sein Leben, auf klar. Entschuldigung,
Es war göttlich. Das mussten wir gerade einmal kurz in dieser Sequenz angucken, weil es gerade sehr, weil sein Blick sagt alles so, warum? Einfach nur so dieses, warum macht ihr das mit mir? Und hallo Kaira, schön, dass du auch am Start bist, was geht, hi. So, musste das wirklich sein, Blick? Matteo, ich habe bisher alle Liegestütze 2024 mitgemacht, habe aber wegen dem Fake vorhin jetzt 20 Liegestütze Vorsprung. Könntest du bitte nachziehen? Okay. Piep. Jetzt kommt's. Tickt. Eins, zwei, drei. Ja, okay, es war nicht echt. Aber jetzt kommt es echt. Ich hab wirklich gedacht, es wäre echt. Wie asozial, Matteo, wie asozial. Hier ist wieder der echte Robotermann. Oh, hör mal bitte das Fuß vom, wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal, wenn Autos tuten? Wie heißt denn das Ding nochmal? Bremse. Nein, hör auf, das zu klippen. Ich hab die Hupe gemeint. Nee, was hat sie gesagt? Egal, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ihr hört auf, das zu klippen. Ich komme in Streamclips Germany rein, dann bin ich wieder die Dumme oder die Perverse. Ja, okay, ich bin auch die Dumme und die Perverse, aber ist egal. Dröte? Nein. Wie heißt das denn, wenn man vorne aufs Lenker drückt und da kommt dieser Ton raus? Oh mein Gott. Hupe. Und Clippy, falls du das dann wirklich bringst, dann mach hier jetzt meine Lache rein. Weil dafür gibt's einen anderen Clip. Einfach meinen beliebtesten Clip angucken oder Ausrufezeichen Hupe machen. Imagine, da kommt dann meine Lache. Das wäre so lustig. Hallo Rabbit Bear, schön, dass du auch da bist. Was geht? Hi. Ich habe mal mit Salzstangen Erdnüsse gegessen. Das war lustig. Denn also meine Mom hat es probiert, sind permanent die Salzstangen zerbrochen. Ach du Scheiße, ist aber echt ein krasses Ding, ne? Ich habe 3 Paar Stäbchen am Rechner alleine, dadurch, dass ich Chips futtern kann, um das Tattoo zu versauen. Ja, okay, es ist eigentlich nicht so verkehrt, ne? Oh, wir haben Wehrkommand. Heute spielen mit bei Shushu. Shushu natürlich. Baso, Flesk, Parzival, Tim Horus, Jeff, Lumenti, Bart, Shelly, Easy, Emmy und Salties. Die restlichen 2 kenne ich nicht. Aber holy shit, was sind das für... Das ist endlich mal wieder eine Lobby wie damals, als ich noch mitgespielt habe, so bei Flesk Lobby, als ich so die ersten Male so mitspielen durfte. Krass. Nice, freue ich mich drauf. Ein Hupe! Ja, danke! Holt bitte den Fuß von der Hupe. Paratine. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! Alter. Oh fuck! Ich will dich nicht mehr so was! Koksan-Torinik, Sakura-Hime, de Gokaku-Torinik! Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh. Wie? Passt der denn auf ein kleines Podest? Ja, und auf diesem kleinen Podest sitzt Every Luna Ever und da sitze ich dann mit meinem sehr breiten Arsch drauf und merke es nicht mal. Ich würde dem eher auf ein großes Podest packen. Achso, das war ein Kompliment. Ich glaube, das war ein Kompliment. Oh nein, ich sitze, habe einen Weihnachtsmann und dann wünsche, also, und Entschuldigung, dann hebe ich Every Luna Ever hoch und ja, hurra, und dass sie hochleben. Ich glaube, das war ein Kompliment, ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt versuchen rauszureden, der Zug ist durch. Der hat einen blauen Ball benutzt, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Mit einem blauen Ball auch noch. Ja, klar. Mit einer blauen Sphäre. Weißt du, der Tipp von mir ist, man darf einfach sonst kaum Glück haben, dann hat man es in Spielen. Also, wenn du dir denkst, so, ey, den Bus kriege ich noch, kommt er 2 Minuten zu früh, ne? Oder wenn du dir so denkst, so, oh ja, ne, bei der OP, dass ich mein Bein verliere, 2% Chance, die ist sehr gering, ne? Und dann rollst du nach Hause, weil beide weg sind. Verstehst du? Du musst deinen Lack aufsparen für die wichtigen Dinge im Leben. Videospiele. Katze, ey. Einfach was bester passiert, Mann. Wenn meine Ausdauer leer ist und ich immer noch im Flug bin. Latsch. Du bist gefallen. Das finde ich richtig gut. Echt? Wusste ich gar nicht. Zwischen den Straßen X und Y, jetzt so 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, wenn uns jetzt hier in. Alter, ich war gerade so verwirrt. Ich dachte.
der ist nebenberuflich auch noch Zugführer. Und ich dachte, fuck, Mann, die armen Polizisten, die müssen zwei Jobs machen, damit die über die Runden kommen. Aber es ist wahrscheinlich Polizeizugführer. Das waren Dreier, ne? Nee. Hä? War ich vorhin besoffen? Waren Dreier. Clip-Channel, hab dich doch. Mit das mit der Bremse oder was? Aber ganz wichtig, wenn ihr das einreicht bei Streamclips Germany, wirklich dazu sagen, Clippy, du musst danach die Hupe von Vivi noch einbinden, ihre Lache. Und dann den Hupenlink. Also den Hupenclip. Also nicht mit den Hupen, sondern mit der lachenden Hupe. Du bist gefallen. Achso, deswegen, du bist gefallen. Ich dachte, oh mein Gott, ich dachte bei dem Clip vorher, er ist halt runtergefallen. Deswegen, er ist gefallen. Und nicht, er ist gefallen im Sinne von, wie zum Beispiel im Krieg gefallen, man ist halt tot. Oh Mann. Da war... Du weißt doch, Kinsa, jedem Mann werden 2 Meter gegeben. Und es ist ihm überlassen, wie er sie verteilt. An den gleichen Stellen spawnen, voll nervig. Hier ist unser Haus und genau das passiert die ganze Zeit, Leute. Mittlerweile habe ich fast gar keine aus mehr hier stehen. Ja. Oh. Nein! Nein! Nein, ich habe aus ihm geschossen. Danke. Ich schlag so lange, bis jemand geklimmt hat. Despawnt das oder was? Mein Haus ist übrigens nicht despawned. Bitte klippt es einfach. Ich brauche ein Emote. Ganz... Nein! It's me! Wartet, weil ich hab gerade Pause gemacht, weil ich davor was sagen wollte. Scheiße, jetzt habe ich mich unterbrochen. Wir machen nochmal von vorne. Klippt es einfach. Ich brauche ein Emote. Oh, scheiße, ich weiß nicht mal für was. Ganz wichtig für euch nochmal morgen, ne? Morgen ist Streamfire für mich. Ich baue meine Wasserkühlung ein, was wiederum bedeutet, dass, ich nicht streame. Oh nein! Ah, verdammt. Der war aber auch ziemlich gut. Vor allem dieses Überlegende. Was bedeutet es, dass ich nicht streame? Das ist ein großes Paket. Mach das mal auf. Das ist... Hallo Tine, schön, dass du auch da bist. Genau im richtigen Moment, so ist es. Ich danke dir für die 10 Bits ins 10. Ja, dankeschön für den Support, sehr, sehr lieb. Und hallo Tweety, schön, dass du auch mit reinschaust. Wie geht's dir stets? Privat für mich. Ich habe mir das privat bestellt. Ist der Sound so einseitig? Ist er bei euch auch einseitig? Das ist aber wohl Verarschung, oder? Wenn das ein Code für irgendwas ist, sollte man den vielleicht eigentlich nicht in die Kamera halten, oder? Was ist das? Das ist da drinne. An alle, die das hier sehen. Scheißt auf einen Fächer. Ja, für nächsten Sommer. Es gibt hier so Dinger, die kriegst du schon für 7 Euro, ja? Ja. Genau. Erstens, sie funktionieren nicht, weil sie nur 7 Euro kosten. Zweitens, mit so einem Dingen sieht man halt nicht so cool aus wie mit einem Fächer. Also jetzt ohne Scheiß. Fächer ist harte Arbeit, aber man sieht ultra geil dabei aus. Wenn man es richtig macht. Beim Fächern. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ich habe mir ein Sticker-Malbuch mit Glitzer-Einhörnern gekauft. Oh, wie cool. Genau, Fächer ist viel Style. Ich bin gerade auf den Hintern gehauen. Nee. Vor der Kamera. Hast du Beweise? Genau, Timo macht jetzt Tricks. Timo, okay. Leute, jetzt. Okay. Mach mal Platz. Oh! Oh mein Gott! Amy kommt zur Rettung. Oh, Hunde, ne? Wenn sie sehen, oh nein, er liegt am Boden, ich muss ihn direkt abschlappern und anspringen und alles. Das ist immer so. Wenn ein Hund da ist und ihr legt euch auf den Boden, der Hund kommt instant angerannt und springt euch übers Gesicht und schlägt euch ab und was weiß ich was alles. Jeder Hund immer. Digga, das sieht aus wie eine Junggesellenabschiedsparty auf Malle. Kann das sein? Warum hat er immer so krasse Viecher? Yeah!
Entschuldigung, auf diesem Ton wollte ich eigentlich... Ach, es war schon süß. Ach, Entschuldigung, ich wollte euch nicht mit diesem Ton, aber es war schon süß gerade. Oh Gott, das ist so süß! Du bist ein Feini! Stimmt! Ja, es war kurz so Cuteness overloaded. Alter, wie hast du das überlebt? Holy shit. And when the seven rings collapse, although the day could be my last, you so will be okay. When I'm gone, you'll be okay. Und jetzt laufen wir hier so rum und ich weiß gar nicht, ob wir tot sind oder sterben. Leben. leben. Schick sehen Sie aus, werte Dame. Dankeschön, Tine, dankeschön. Partyhund ist so. Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. So funktioniert ein Kohlekraftwerk, Laserpointer, Viertaktmotor oder Edelbordell. Warte, ansaugen, verdichten, arbeiten und ausstoßen. So funktioniert ein Edelbordell. Ich habe Fragen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich würde jetzt mal behaupten, ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. Also B und D auf jeden Fall nicht. Sonst habe ich Fragen. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, was ein Viertaktmotor ist. Könnte es ein Kohlekraftwerk sein? Aber ich glaube nicht, oder? Nee, ein Kohlekraftwerk macht es anders. Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. Boah, ich würde jetzt einfach mal C sagen. Es klingt schon nach irgendwas Motortechnischem, weil es saugt es ja an, macht damit irgendwas, arbeitet damit und stoßt es aus. Also das Gas, was hier dann durch den Motor... Ach, keine Ahnung, was sagt ihr? C, ganz klar D, C, C, das ist dein Auto. Okay, dann habe ich recht, dann habe ich recht. Aber ich wusste, dass es nicht B oder D ist. Du bist mir... Denkst du, ich kenne mich damit aus? Aber das Bordell war schon lustig, muss ich zugeben. Ja. War das wieder so ein Partyschiff? Ja. Falls ihr übrigens was knurren hört, das ist mein Magen. Hunger. Ich sollte gucken, ob ich meine Kopfhörer richtig knurren habe. Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott. Obwohl, Bordell passt je nach Alter auch. Ich habe Fragen. Sonst einfach erklärt. Erstens ansaugen, zweitens verdichten, drittens arbeiten, viertens ausstoßen. 4 Punkte. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst, Honoris. Ich kann zu Feli werden. Wieso was? Ich kann du werden. Wie, du kannst ich werden? Da gibt's eine Fähigkeit, die heißt dickköpfig. Dünnes Eis. Ich mache Kamikaze erstmal dran klatschen. Ja. Yep. Oh. Und ab geht's. Wenn das klappt, ne? Und. Ja! Alter, was? Oha, der Move. Also wenn man weiß, man ist eh gefickt, kann man den schon einsetzen. Der ist strong. Holy shit. Gott, die waren alle... Warte mal, der hat ja gewonnen. Das war ja ein Winner-Winner-Chicken-Dinner. Ja. Alter, was? Der hat damit einfach gewonnen. Der hat 6 Kills bekommen. Der ist ein Gott in PUBG. Die waren alle um das Auto und haben... Teach me, Senpai! Ein Saugroboter. Ein Saugroboter. Kann ich den jetzt mitnehmen? Das klingt... aber schon sass. Oh, 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 dein Hinterrad, dein Hinterrad, dein Hinterrad. Das, dein Hinterrad schafft's nicht. Warte, ich drück ein bisschen. Oh! Oh, du Bastard! Oh, du Bastard! Apropos, wenn ich gerade Romatra und Trimax sehe, wir müssen noch Seven vs. Wild zu Ende gucken.
Ihr müsst ihm mit Kanalpunkten was holen, sonst bekommt er gar nichts. Sprich, wenn ich auch mal 3 Tage nicht streamen kann, ist Ventus auf Diät. Oh, der Blick! Was? Diät? Jetzt wird gebumst! Tobi, Erik, komm her! Jetzt wird gebumst! Oh. Wieso hat er einen Kuchen bereitgestellt? Ja, jetzt aber! Jetzt will ich mal was heben! So, jetzt! Du Drecksau! Du! Warum will er nicht? Wieso eine Kuh? Warum will er? Warum? Warum willst du nicht, Erik? Warum willst du nicht, Erik? Warte. Ist das zu? Alter, das kann ich nicht. Bitte tötet mich. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Okay. 3, 2... Ach, er hat's Loch nicht zugemacht. Oh, das ist bitter. Bibi, du siehst wieder fabulös aus. Dankeschön, Cem. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's so stets? Einfach Psychos, wenn's ums Essen geht. Erik und Gronkh und Tobi ist... Was? Erik ist Gronkh, das weiß ich. Und Tobi ist ein anderer Streamer-Freund von denen. Ach so, deswegen wollte Erik nicht ein. 1. Es will nicht! Was ist das denn? Hä? Gib als dir meine Umarmung. Als hätte sie ernsthaft gedrückt. Also, das ist doch nicht... Also, du merkst doch, wenn jemand drückt, ne? Dann hast du auch irgendwie jemand, der irgendwie auch ein bisschen so... macht. Gib dir meine Umarmung. Was passiert, wenn ich hingehe? Hallo, ich hab Verpackungsding für Paket. Ich schwöre. Ich hab einen Star. Soll ich jetzt zum Platzen lassen gleich? Wie die mich angucken. Nein, ihr kriegt... Oh, fuck. Ich glaube, sie ist tot. Ich hab einen Star. I'm trying, Mucke. Aber ich habe jetzt keine Box zu holen. Ah, endlich. Hab dich nicht so. Ich bin faul und ein Rentnermann. Naja, unsere Büsche können halt... Ach, ich häng. Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt. Es tut mir leid für Alexandra. Aber das Dorf musste vor dem Troll beschützt werden. Was für ein ist das? Also Bloody hat die ganze Zeit Groink. Oh mein Gott, wir nennen es Groink. Der bitte arme Groink. Das nicht, okay? Nö, ich bleib hier oben, hier habe ich eine bessere Aussicht, so sehe ich alles. Was ist denn das eigentlich für eine Spielanzeige gerade gewesen? Er hat den Troll gebackt? Scheinbar. Scheiß drauf. Nutzt die Macht der Finger nicht. Ist so. Oh, das sind die gleichen, die ihr engagiert habt, Jen. Es krabbelt im Karton. Oh mein Gott! Es krabbelt im Karton. Die Tanzen zu meinem Song und Küsse. Es krabbelt im Karton. Ich finde die auch so cool. Das war Jen. Ja, das ist Jen. Das ist Suki, da war Suki. Tekken ist schon geil, ne? Fruchttiger heißt. Aber die sind schon alle krass trainiert und so. Es schmeckt fruchtiger. Ich war 27, als ich das verstanden habe. Und sind dann enttäuscht. Nicht, weil die Person, die das ausführt, der Schuldige ist.
sondern weil deren Erwartungshaltung eine komplett falsche ist. Was hast du getan? Okay, es ist ein Oni. Ich wollte jetzt wissen, was los ist. Warum hat sie so geguckt? Oh Mann, ich hasse es, wenn es immer offen stehen bleibt und ich mir jetzt Gedanken darüber machen soll, was passiert und nie werden, wissen werde, was passiert ist. Wer den ersten Hit bekommt, ist ein Loser. Vielleicht soll der wegrennen, weil er gleich den ersten Hit kassiert. Nein! Beim Oni! Beim Oshikuru! Er ist ein Demo-Samurai! Ich mag das nicht! Was? Ich sitz doch auf Käse, oder? Nom 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 nom. Ist schon ein bisschen sass, wie das aussieht mit dem Hotdog. Penis! Ich bin, Minecraft ist nicht für uns, Digga. Ich merke jetzt schon, Digga. Ich schwöre bei Gott. Ich will meine 10 Euro zurück. Wie macht man dieses Ding? Schick mir 5 Euro an. Wie macht man dieses Ding, Bro? Hä? Dieses, dass man Koordinaten sieht, dass man dir das theoretisch sagen könnte. F5, glaube ich. Oder du musst halt Alt und F4 zusammenhalten. F5 ist Selfie-Modus, Bro. Nein, nein, nein. Ich glaube, Alt und F4 zusammenhalten und dann noch... Ich glaube, noch eins hast du. Ich hab's wirklich das gemacht, das funktioniert. Du bist so ein Idiot, Alter. Ey, Minfinity, schön, dass du auch Bescheid bist, was geht. Hallo, hallo. Two and a Half Men, ja, Oshikuru. Das ist ein Dämon-Samurai. Also, ich muss sagen, das Game ist nicht so schlecht, wie es tatsächlich so aussieht. Ja, dargestellt wird. Wie hab ich überlebt und warum? Imaginäre Wand. Was habe ich gesagt? Ich revidiere meine Meinung, die ich vor einer Sekunde getätigt habe. Jeder Streamer sagen. Immer. Tschüss. Tschüss. Alles gesagt, was er sagen wollte. Miau. Tschüssi. Ach, sie braucht auch eine Katze. Also Leute, ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Clips von mir macht, gerne hier einsenden bei streamclipsgermany.de. Und ansonsten auf jeden Fall hier auf die Seite gehen, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, was weiß ich, reinpayen. Ist alles hier eine gute Idee. So, wir wechseln jetzt. Ach scheiße, ich kann meine Szene wieder nicht wechseln.